Heute machen wir was, was richtig schön in diese Herbst-Winterzeit passt. Wir werden uns einen Pfälzer Winzertopf machen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wie in jedem Video starten wir jetzt mit den Zutaten. Da starten wir mit dem Fleisch. Da habe ich hier einmal einen Rinderschmorbraten, den einfach nur in solche Würfel geschnitten. Wir brauchen ein paar Mettenten. Wir brauchen Kartoffeln, diese einfach nur gewürfelt. Zwiebeln, die müssen wir uns einfach nur grob würfeln. Möhren einfach nur in Scheiben geschnitten. Den Knollensellerie, den würfeln wir einfach nur. Das auch nur ganz grob. Den Lauch schneiden wir auch nur in Scheiben. Dann habe ich hier einen Spitzkohl, den habe ich halbiert und den Strunk rausgemacht. Die Hälften werden wir jetzt hier so grob in Scheiben schneiden oder beziehungsweise nochmal vierteln. Und dann schneiden wir einfach nur solche Stückchen daraus. Außerdem brauchen wir Salz, Pfeffer, Kümmel, Petersilie fein gehackt und ein paar Lorbeerblätter. Und zum Schluss haben wir dann noch unsere Flüssigkeiten. Da haben wir hier einmal einen Rotwein und einen Rinderfond. Dann werden wir mit den Zutaten durch. Wie es geschnippelt sein sollte, habt ihr auch gesehen. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann noch zwei Worte zum Rotwein. Wollt ihr den nicht nehmen, nehmt da einfach einen Traubensaft oder einen Kinderpunsch. Da müsst ihr dann gucken, irgendwas Alkoholfreies wird es da sicherlich geben. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch alkoholfreien Wein. Da müsst ihr dann mal gucken, wie und wo es den gibt. Und das hier, den ich jetzt habe, beziehungsweise den Rotwein, den wir jetzt hier haben, das ist ein halb trockener. So, dann hätten wir es und ich würde sagen, wir starten. Dann stehen wir auch schon an der Grillhütte. Heute nutze ich wieder den Gastisch hier von Barbecue Toro. Nutzt ihr den nicht, könnt ihr natürlich euch gerne 20 Kohlen durchglühen. Heute benötigen wir nur Unterhitze, die sollten für das Gericht dann vollkommen ausreichend sein. Nehmt ihr einen Gasgrill, wisst, wie es funktioniert, eine Kugel und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Dann hat mein DO10 von Barbecue Toro Platz genommen. Der sollte mittlerweile auch heiß sein. Anfangen werden wir damit, dass wir hier mal so ein Stückchen Öl reinmachen. Und in dem Öl braten wir uns jetzt erstmal den Kohl an. Der Kohl ist dann mittlerweile schön eingefallen, hat teilweise auch so ein paar braune Röstaromen abgekriegt. Wie braun ihr euch den macht, das müsst ihr selber entscheiden. Mir reicht das und den nehmen wir jetzt erstmal raus. Im nächsten Schritt braten wir uns dann portionsweise das Fleisch an. Hat das Fleisch die gewünschte Farbe, nehmen wir auch das erstmal wieder raus und werden dann natürlich den Rest anbraten. Nach dem Fleisch können wir dann die Zwiebeln anbraten. Die Zwiebeln sind mittlerweile glasig und bekommen schön Farbe. Jetzt kann das restliche Wurzelgemüse dazu. Jetzt kann dann der Lauch dazu. Dann kommt der Kümmel dazu, weil den können wir noch mal schön mit anrösten. Das löschen wir jetzt mit dem Rotwein ab. Dann geben wir dem Ganzen so gute 5 Minuten, dass der Rotwein so ein bisschen reduzieren kann. Die 5 Minuten sind rum. Jetzt können wir den Fond dazu gießen. Die Lorbeerblätter können dann auch dazu.
Der Kohl kann wieder rein. Und jetzt warten wir, bis das Ganze anfängt aufzukochen. Das Ganze fängt an aufzukochen. Jetzt werden wir hier die Hitze reduzieren. Ich werde das Ganze jetzt auf Halbgas stellen. Habt ihr Kohlen, nehmt davon den 20 bitte nur noch 10 Stück. Dann nehme ich mir einen Löffel. Werde das Ganze mal probieren. Denn gewürzt haben wir noch nicht. Demnach fehlt jetzt eine ganze Menge. Das heißt, wir werden Pfeffer dazu tun. Wir machen Salz dazu. Rühren das unter. Dann probieren wir nochmal. Ja, das reicht fürs Erste. Final abschmecken können wir später noch. Dann kommt das Fleisch wieder dazu. Dann kommt der Deckel drauf. Und das kann jetzt eine Stunde vor sich hinköcheln. Zwischendurch einfach mal reingucken, ob genug Flüssigkeit da ist. Sollte was fehlen, könnt ihr das mit Wasser oder Fond aufgießen. Die Stunde ist rum, wir schauen rein. Dann können wir einmal umrühren. Ihr seht, das kocht nur noch ganz leicht. So sollte das auch sein. Flüssigkeitstechnisch reicht das auch. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir dann die Kartoffeln dazugeben können, weil die brauchen auch noch mal so gute 20 Minuten, bis die gar sind. Die geben wir noch ein bisschen stärker ab, machen das Ganze sämiger. Jetzt, wo die Kartoffeln untergerührt sind, können wir dann auch hier unsere Mettenden dazulegen. Die legen wir einfach nur oben drauf. Die habe ich vorher so ein bisschen mit dem Messer angepiekt, dass sie uns nicht platzen und auch nochmal zusätzlich Geschmack abgeben. Ja, und jetzt, wie gesagt, Deckel wieder drauf. Und dann geben wir dem Ganzen nochmal so eine gute, ja, ich sag mal 20 Minuten bis halbe Stunde. Und dann sollten wir auch schon probieren können. Dann sind wir jetzt gute 25 Minuten weiter. Wir gucken noch mal rein. So, dann rühren wir es noch einmal durch. So, dann machen wir natürlich noch den Kartoffeltest. Oh ja. Pusten. Oh. Heiß wie Sau, aber gut sind sie. Jetzt geben wir noch die Petersilie dazu. Rühren die unter. Ich stelle die Hitze komplett weg. Das heißt, aus mit den Brennern. Werde mir eine Schüssel holen, auffüllen und dann wird probiert. Dann guten Appetit. Also geschmacklich, boah, einfach nur der Hammer. Kann man gar nicht glauben, dass der Geschmack vom Rotwein doch noch so präsent ist, weil er so lange gekocht hat. Aber er ist da, megamäßig. Dann haben wir ein schönes, zartes Rindfleisch. Wir haben Kartoffeln, die genau auf dem Punkt sind. Schönen angebratenen Spitzkohl, der so eine leichte Süße noch mitbringt. Geschmacklich einfach nur richtig rund und mega mäßig. Dieser Kohltopf hier, sage ich, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, der passt so richtig schön in die Jahreszeit, die wir jetzt haben. Herbst, Winter, wärmt von innen. Einfach nur genial. Wenn ihr auch so auf Kohl steht wie ich, dann auf jeden Fall nachmachen und unten reinschreiben, wie hat es euch geschmeckt. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür. Dann natürlich einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das klickt da an. Dann die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Auf Facebook und Instagram bin ich auch unterwegs. Wer mir da folgen möchte, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr die Links zu beiden Kanälen. Würde ich mich drüber freuen. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.